Shalom, Friede euch Kindern, Männern und Frauen. Heute sind wir hier im Gottesdienst draußen in der Natur, wie die Hirten auf dem Feld. Herzlich willkommen zu diesem Videogottesdienst. Nach dem Kirchenkalender befinden wir uns in der Nachweihnachtszeit, Epiphaniaszeit. Und so wollen wir den Besuchern, die an der Krippe waren, nachgehen und besonders schauen, was sie an der Krippe erlebt haben und wie es sie auf dem Heimweg begleitet hat, was sich verändert hat. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und wie immer feiern wir den Gottesdienst als ein Fest des Lebens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, es ist kalt heute. Weißt du was, Liron? Manchmal finde ich das so anstrengend, ein Schafhirte zu sein. Ich bin ja ganz froh, dass unsere Eltern uns die Herde vererbt haben, als sie gestorben sind. Aber immer müssen wir auf die Schafe aufpassen. Wir haben nie Pause und Ruhe. Das ist so schwer, weil wir kein Land haben. Wir müssen uns ja immer ein Plätzchen neu suchen. Eine Weide, vielleicht eine Höhle, das ist schon ein Glück. Und dann sind da immer die anderen, da drüben, Aviel und Noam. Ja, die sind immer vor uns irgendwo. Gut, Aviel ist einfach der Vater, der kennt alle Winkel und alle Ecken und weiß, wann es wo was gibt. Das müssen wir erst kennenlernen. Aber weißt du, selbst auf dem Markt, ja, wenn wir unsere frische Wolle und das frische den Schafskäse auf dem Markt verkaufen wollen, immer sind die vorher da, immer streiten wir mit denen. Ich finde es so anstrengend. Ich will nicht streiten. Ja, wir müssen da reinwachsen. Natürlich, Aviel kennt alle Händler auf dem Markt. Wir müssen uns ihnen erst bekannt machen. Wir sind halt noch zu jung da dran. Ja, es ist mühselig. Vielleicht, so Gott will, wird es einmal leichter werden. Wir halten zusammen, Matan. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen, Liron. Das ist so schwer, die Zeiten. Noah, mein Sohn, du hast eine große Last. Ich bin ja schon so alt, ich kann ja kaum noch krauchen. Und es wird immer schlimmer mit dir. Du bist so schwach und kommst kaum noch fort. Was soll das nur werden mit unseren Tieren und überhaupt? Ich mache mir wirklich Sorgen. Ja, ich ja auch. Ich weiß gar nicht, wie du das alles alleine schaffst. Müssen wir was zusammengesammelt haben? Ist schon wieder dunkel und die anderen, der Liam und der Matan, die sind jetzt immer voraus, die jungen Leute, komme ich nicht hinterher. Und dieser ewige Streit mit denen, nie kann man sich mit denen einigen. Mal wollen sie zum Markt, dann wieder nicht. Immer dieses Hin und Her. Ja, und die, meine, wir haben beide Schafe und wir müssen sehen, wo die weiden. Und es ist immer das Gleiche. Immer streiten wir uns um die besseren Flächen. Und aber mit denen kann man sich auch nicht einigen. Das geht einfach nicht. Wir können uns ja nicht mal einigen, auch mit der Höhle. Wenn wir die Herde rausbringen und uns dann absprechen müssen, wo wir schlafen, es klappt einfach nicht. Nein, es ist ganz furchtbar mit denen. Das war schon mit ihren Eltern so. Ach, hör bloß auf, ich könnte dir da Geschichten erzählen. Das ist eine uralte Geschichte und ich weiß nicht, wie du das später alleine schaffst. Ich kann ja gerade noch so Suppe kochen auf dem Feuer. Und ja, wir müssen einfach hoffen, Vater. Wir müssen einfach hoffen, dass irgendwie der Herr uns was schickt. Und dass du noch lange durchhältst und dir helfen kannst. Ich gebe ja mein Bestes, aber es ist, wie gesagt, in dem Alter. Ich weiß nicht, aber solange es geht, kümmere ich mich darum, dass du noch weißt, dass ich dir was alles erzähle, was wichtig ist. Und du trägst ja für mich die Lasten. Das ist gut, Vater. Das ist gut so. Das ist gut. Und reg dich jetzt nicht weiter auf. Ja, das ist gut so. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Hast du das gehört? Ja. Und gesehen? Ja.
Hast du das eben gehört? Ja. Und auch gesehen. Also das war ja... Man hat ja gar nichts mehr sehen können. So hell ist das Licht gewesen. Ja, und was war das? Ein Kind geboren? In einer Krippe gewickelt? Was soll denn das bedeuten, ja, Vater? Ja, und in der Stadt Davids, also in Bethlehem. Das ist ja nicht weit. Meinst du, wir sollen uns aufmachen? Also besser wäre das schon mal nachzugucken. Ja, warte mal. Kind geboren. Da können wir ja nicht mit leeren Händen kommen. Guck mal hier. Nimm noch unser neues Fell mit. Von dem, ja, das ist, kann ein Kind bestimmt gebrauchen. Damit es nicht friert. Ah ja. Was machen wir denn nun? Na, da hingehen. Hingehen. Ein Kind ist geboren. Zur Geburt bringt man immer was mit. Was können wir ihm mitbringen? Warte mal, hier ist die Tasche für den Markt. Ich nehme Käse und ein bisschen Milch mit. Und ich nehme unser neues, bestes Schaffell, okay? Ja. In Bethlehem, in einem Stall. Wir sind erst, weil unser Fell ist für das Kind. Das wird es auch bekommen. Ja. Unser Fell wird es auch bekommen. Aber ich kann doch zwei Felle brauchen. Vielleicht ist das gut. Aber wieso denn? Unseres ist doch viel besser als euer. Dann liegt es auf einem Fell und das andere deckt es zu. Das ist von denen ist, ist das eine gute Idee. Die Krippe. Ganz rosig sind die Bäckchen. Wie frisch geboren. Dann leg doch deins gleich mit drunter, Vater. Nee, sie legt jetzt erst bei ihr Fell drunter. Und wenn das alles gut ist, dann kommt unser Fell. Oh, es lächelt. Es macht die Augen auf. Ja. Wie schön. Oh, für so ein Kind, das wird es schon mal. Guck mal. So. Und es freut sich. Ich wollte noch Milch und Käse für die Eltern geben. Ja. Unser bester Käse. Ist das der, den ihr immer auf dem Markt verkauft? Oh, der ist ja extra lecker. Der ist noch dicht. Mensch, was ihr alles mitgebracht habt. Ist ja klasse. Aber sagt mal. Schön. Also eigentlich war das doch bescheuert die letzten Jahre mit uns Vieren, ne? Mit dem Streiten? Mir hat das nicht gefallen, muss ich sagen. Nee. Ja, war ich immer so anstrengend. Vor jeder Begegnung habe ich mich gefürchtet. Hm. Was? Oh, das ist aber doof. Wisst ihr? Kommt, wir haben noch mehr leckeren Käse. Möchtet ihr ihn probieren? Sehr gerne. Aber immer doch, gerne, ja. Wenn ihr uns einladen würdet? Ja. Würden wir machen, wa? Gut, ja. Dann müssen wir jetzt von der Krippe zu unserem Lager gehen. Ja, das geht ja schon viel besser. Es ist ungefähr so, als ob
wohl wie eine schwere Last von mir gefallen. Ach, das ist jetzt aber schön, wir vier hier so zusammen. Ja. Ich auch. Auf jeden Fall. War mal Zeit, oder? Was wir für Kraft vergeudet haben, um vor euch auf dem Markt zu sein. Wirklich? Aber... vor euch in der Höhle zu sein. Wirklich? Mit den Schafen. Und das mit meinen Beinen und meinem Rücken. Kannst du dir vorstellen, was das für Kraft gekostet hat? Und was für ein Gejammer jedes Mal. Ey, jetzt komm, hör auf, ja? Aber können wir nicht Verabredungen treffen, dass es für uns alle leichter wird? Ja. Weiß ich, eine Woche ihr in der Höhle, die nächste Woche wir in der Höhle. Eine Woche gehen wir auf den Markt und die nächste ihr. Ja, das. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich kann ja nicht mehr so gut mit den Schafen laufen. Wenn ich sozusagen den Haushalt mache in der Höhle und ihr teilt euch zu dritt das Hüten der Schafe und den Markt, und wenn ihr dann von der Weide kommt mit den Schafen, dann ist Essen fertig und so, wäre das auch eine Idee, dann muss ich nicht mehr so weit raus. Liron, das wäre doch super für uns, oder? Oh, Haviel kocht für uns, da bin ich gespannt. Und ja, mir ich wird auch. Es auch etwas auch Entlastung verschaffen, weil wenn mein Vater nicht mehr dabei ist, dann brauche ich euch, dass ihr mir etwas helfen könnt mit den Schafen. Ja, machen wir, Noam. Das wird sicher gehen. Ja. Wie gut, dass wir uns an der Krippe getroffen haben, oder? Ja. Also da sagt doch einer, kleine Kinder können nichts bewegen. Also uns vier hat dieses kleine Kind schon zusammengebracht. Das ist doch... Es hat uns versöhnt. Ja, und stellt euch mal vor, was die Leute im Dorf sagen, wenn am nächsten Markttag zwei, also du und du, auf dem Markt auftauchen. Das Gesicht möchte ich sehen. Ja, das ist Gesicht gut. Des Kindes, das möchte ich sehen. Immer wieder. Ja, die sind bestimmt noch eine Weile da. Da können wir noch mal hin. Ja. Aber für heute ist das schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Friede auf Erden. Ja, zumindest unter uns vier. Friede unter uns. Das würde ich auch gerade sagen, Vater. Ja. Und der Rest kommt dann schon. In einem Stall zwischen Schaf und Rind, da liegt ein kleines, armseliges Kind. Und doch wohnt in ihm eine göttliche Kraft, mit der dieses Kind große Freude schafft. Denn jeder, der sah und jeder, der ihm nah, hatte ein Leuchten auf seinem Gesicht. In dem war entzündet ein Licht. Menschen in Sorge und Not, um ihre Rechte und ihr tägliches Brot. Sie kamen geleitet von Missmut und Schmerz, der Anblick des Kindes, der wärmte ihr Herz. Denn jeder, der sah und jeder, der ihm nah, hatte ein Leuchten auf seinem Gesicht. Am Feuer, wärmend, so wie die Hirten hier am Feuer sitzen. Und wir haben eine tolle Geschichte gehört. Eine Geschichte, die bewegt. Weihnachten bewegt. Wir haben uns in Bewegung gesetzt, hier draußen in den Pfarrgarten. Wir sind jetzt hier, weil wir uns noch einmal gefangen nehmen lassen wollen von dieser wunderbaren Geschichte. Draußen auf dem Feld, mitten im Laub, im Sand, im Dreck. Da findet die Geschichte von der Erlösung statt. Von der Erlösung von problematischen Situationen, von Streit zwischen zwei Familien,
von einer aussichtslosen Situation. Möglicherweise haben die Hirten hier sogar ihren Glauben verloren oder gar nicht darüber nachgedacht. Manchmal geht uns das ja auch so, gerade in dieser Zeit, Corona. Und wir fühlen uns ganz verloren, verlassen und irgendwie auch verkauft. Und auf einmal, da blitzt ein Licht in unsere Wirklichkeit. Da gibt es etwas, was sich verändert. Und ich mache mich auf den Weg. Ich komme zur Krippe und ich merke, Gott ist doch mitten unter uns. Er begegnet mir wirklich in meinem Alltag. Mitten hier in Friedenau, im Pfarrgarten, mitten im Spielzimmer, im Kinderzimmer, mitten im Büro, mitten in dieser lauten Stadt, mitten in Friedenau. Gott ist da. Gott begegnet uns. Gott ist den Hirten begegnet und er hat ihnen Mut gemacht, ihre Sorgen fallen zu lassen, die Hände zu öffnen, das Herz zu öffnen, aufeinander zuzugehen. Gemeinsam schaffen wir das. Fürchtet euch nicht. Eine wunderbare Botschaft, gerade jetzt in dieser Zeit. Gott ist da, davon bin ich fest überzeugt, mitten an unserer Seite, in unserem Alltag. Und ich bitte Gott darum, dass er mir die Augen, den Verstand, die Ohren und die Hände öffnet, dass ich es begreife und danach handle. Amen. Wir bitten dich für alle, die verängstigt sind wegen des Coronavirus. Beschütze sie und gib ihnen neuen Mut. Wir bitten dich für die, die in Quarantäne gehen mussten. Lass sie die Zeit der Trennung nicht zu belastend erfahren, sondern neue Möglichkeiten entdecken. Wir bitten dich für die Eltern von Kindern und Jugendlichen, die nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen können. Gib ihnen Geduld, Kreativität und Freude mit ihren Kindern. Wir bitten dich für die Älteren und alle, die mit ihnen zu tun haben. Bewahre sie vor Ansteckungen und den Schäden der Distanzierung. Wir bitten dich für alle, deren wirtschaftliche Existenz durch Corona bedroht wird. Lass sie Hilfe und Solidarität erfahren. Wir bitten dich für Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen und für alle, die mit den besonders Gefährdeten arbeiten. Gib ihnen gute Worte, Gelassenheit und Beherztheit. All das, was wir darüber hinaus erbitten, fassen wir zusammen in den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden und seine Liebe. Amen.